Kisten. Inventar. Oh oh. Okay, warte mal. Titanium, Plutonium. Okay, das Ding hat mir jetzt nichts gemacht. Finde ich schon mal gut. Gefahrenschutz. Ich frage mich gerade, wie das Ding, ja, wie das sich auflädt mit Zink, Titan und Schildsplitter. Der Schutz gegen bestimmte planetarische Bedingungen kann durch die Installation von Gefahrenschutzeinheiten verbessert werden. Das Gerät wird durch Oxidelemente geladen, funktioniert automatisch. Okay, das kann man praktisch dann mit Zink, Titan. Okay. Ja, das ist aber auch doof. Ein Weckendolch. Was ist das? Ein VY-Kenndolch. Verbrauchsgut zum Handeln. Eher zeremonielle Waffe. Ein zentraler Element der Tradition und Kultur der VY-Ken. Okay. Insgesamt 20.625 Units. Effekte übertragen. Übertragen E-Mail von Exo an so oft. Geht es von hier aus? Wärmeschutz stabilisiert sich. Wie geil ist denn das? Okay. Warte mal, ich muss mal kurz gucken wegen dem Gefahrenschutz. Also Zink, Titan und Schildsplitter. Okay, wir müssen... Warte mal, wir müssen nach Zink, Titan und Schildsplitter schauen. Und das hat dann automatisch übertragen. Das ist geil. Das ist cool. Das ist cool. Okay. Zink, Titan und... Wir sollten vielleicht einfach mal scannen oder so, oder? Da unten scheint was zu sein, was vielleicht interessant ist. Oh oh, der Wärmeschutz, der geht ziemlich weit runter. Ich glaube, das ist nicht gut. Ah, okay, das kann das auch heilen. Okay, finde ich cool. So, da haben wir nochmal was. Da brauchen wir einen Atlas wieder. Da brauchen wir auch einen Atlas. Okay, was war das, was wir da gerade aufgesammelt haben? Nee, Schiff. Inventar hier. Ein Krankra. Ich kann das gar nicht aussprechen. Verbrauchsgut zum Handeln. Ein Gas, das von VY-Kennkrieger eingeatmet wird, um die Lungenkapazität kurzfristig zu erhöhen und bessere Siegeskriegsschreie zu ermöglichen. Viele Friedensverträge der Galaxie enthalten ein Verbot, das allerdings häufig missachtet wird. Aha. Okay. Hört sich auf jeden Fall schon mal interessant an. Also, ich brauche. Titanium brauche ich. Oh, ich hab's schon wieder vergessen. Wir wollen ja das Ding reparieren. Heridium brauchen wir und, Plutonium brauchen wir. Wir brauchen unbedingt Plutonium. Um alles aufzuladen, um hier wegzukommen. Boah, das sieht ja mega geil aus. Plutonium. Okay, was ist das? Kohlenstoff. Okay, hier finden wir schon mal
So einigermaßen Plutonium, was wir brauchen. Da unten haben wir noch einiges. Wir müssen natürlich auch gucken, wie wir unseren Wärmeschutz wieder auffüllen können. Das ist verdammt nochmal sehr wichtig, glaube ich. Sonst werden wir, glaube ich, boah, schon wieder. Okay. Den Dingern finden wir irgendwie gar nichts, gell? Okay, Kohlenstoff. Okay, das sieht ganz schlecht aus. Moment mal, ich muss mal kurz hier weg. Weil das ist cool für Kohlenstoff. Ich muss mal schauen. Ich muss ja erstmal ein bisschen Platz schaffen. Also Eisen können wir schon mal rüber transportieren. Wie war das nochmal? Ich will das ja ins Schiff. Ah, Objekt übertragen. Ein Schiff ist X. Okay, muss ich mir merken. So, dann das hier, dann das hier. Ja. Keine Eile. Faszinierende Perle. Eine goldene Metallkugel, die die Rechenleistung von elektronischen Lebensformen vorübergehend erhöht. Die Leitfähigkeit im Gehäuse des Wesens wird dramatisch erhöht, wodurch Analyse und Forschung beschleunigt werden. Okay. Okay, hört sich doch schon mal auf jeden Fall interessant an. Also Lebensenergie. Ah, so, Kohlenstoff konnten wir jetzt nicht mitnehmen, gell? Oh. Ich glaube, das Viech findet es gar nicht nett, was wir hier so treiben, gell? Also, Moment mal. Wir müssen auch gucken, Gefahrenschub, Titanium, Zink und Schildsplitter. Also Titanium und Zink. Ah, ich muss das irgendwie verbessern. Ich muss das irgendwie verbessern. Was haben wir hier? Eisen. Zink. Okay. Platin? Platin. Nein, Platin nützt uns nichts. Zink nützt uns was und Titanium. Okay, also ich werde wahrscheinlich werde ich Zink einsetzen müssen, um habe ich jetzt alles verbraucht? Oh nee, ey, bitte nicht. Ich brauche doch Zink noch für. Wisst ihr, für mein Raumschiff? Ja, Zink 20. Ja, super. Aber eigentlich, warte mal, ich brauche ja nur noch Zink. Plutonium brauche ich noch genug, genau, um das Ganze aufzuladen. Um das Ganze aufzuladen. Zink brauche ich noch. Also eigentlich nur noch Zink und Plutonium. Kohlenstoff für dann die. Was ist das? Okay. Nehmen wir den auch noch mal schnell mit. Oh. Ich glaube, wir werden es gleich rauskriegen, ob das feindlich ist oder böse. Ah, okay, er hat mich nicht angegriffen. Okay.
Also ich glaube, so böse ist das Ding gar nicht. Plutonium. Plutonium. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier brauchen überhaupt. Scheint es da drüben zu geben. Und da hinten scheint noch was zu sein. Wow. Ist das... Nein, das ist Eisen. Verdammt. Ich habe doch da gerade was gesehen. Moment. Hier unten. Oder kann das vielleicht über dem Berg sein oder so? Ich weiß es nicht. Ich glaube... Nee, da ist Eisen. 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 Da hinten scheint was zu sein. Wir laufen jetzt einfach mal hin an das Fragezeichen hier. Boah, geil. Okay, hier kann man speichern. Was schon mal eigentlich recht cool ist. Gesundheit stärker. Auf Maximum. Was ist das? Nichts gefunden. Na super. Okay, was haben wir hier? Sieht aber schon irgendwie geil aus. Hat schon echt. Ist schon irgendwie faszinierend, muss ich sagen. Das sieht aus wie auf dem Mars oder so. So ein bisschen. Ah, mit schönen Fenstern und so. Ein Gerät. ...151 Units wurden dir auf dein Konto geladen, okay. Neue Technologie entdeckt. Drücke Tab, um im Inventar zu öffnen. Strahlenfokus Sigma. Bergbaustrahlbegleiteinheit. Schneller Bergbaustrahlprozessor. Prozesse bei ressourcenreiche Materialien. Der Nutzer verfügt über einen schnellen Elementarabbau aus Kristallen, Felsen und planetaren Vegetation. Funktioniert automatisch nach dem Bau im Multiwerkzeuginventar des Nutzers. Okay, dazu bräuchte ich nur noch Helium und dann, Heridium. Dann könnte man das eigentlich bauen. Hört sich eigentlich gar nicht mal so schlecht an. Okay, das können wir dann hier machen. Okay, hier können wir es dann bauen. So wie es aussieht. Ja, warum nicht? Aber da drüben halt mal nochmal. Könnte es aber auch sein, dass das Ding vielleicht... Also, ich habe nur so eine Ahnung, dass hier verschiedene Forscherteams irgendwie so gelandet sind. Deswegen auch diese Absturzstellen und diese Roboter sind vom Forschungsteam, wo Daten sammelt. Kann das nicht irgendwie so sein, vielleicht? So, ja. Was haben wir hier? 180 Units wurden auf dein Konto eingezahlt. Oh, ist doch gut. Cool. Haben wir hier sonst noch was, was wir benutzen könnten? Ah, hier. Dann ein Ansehen bei den Korvaks hat sich verbessert. Okay. Was sind denn Korvaks? Also Eisen? Warte mal.
Aus dem Ding habe ich da aber gerade was gesehen. Oh, Lebenserhaltungssystemenergie, das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich sehr schlecht. Moment. Aber dafür haben wir ja ein bisschen Kohlenstoff gesammelt vorhin. Plutonium, jawohl, genau das, was wir brauchen. Okay. Eisen brauche ich nicht, ich brauche Plutonium, meine Freunde. Und Zink. Ich muss den Schutz ja irgendwann mal wieder reparieren und dazu brauche ich Zink. Oder Platin? War das Platin? Moment. Da genau. Ne, Titan war das, Titan, okay. Schön wäre es gewesen, wenn es Platin gewesen wäre. Okay, dich sammle ich jetzt auch mal nicht ein, weil ich will ja. Ich brauche noch ein bisschen, glaube ich, Plutonium, wenn ich mich nicht irre. Warte mal, müssen wir mal kurz gucken. Zink brauchen wir noch, Helium brauchen wir noch. Moment mal. Mal eine blöde Frage. Wenn ich jetzt hier vom Inventar gehe. So, Plutonium hätte ich ja jetzt hier drin, ja? So. Also jetzt zum Beispiel mal angenommen, warte mal. Mist, wie komme ich da jetzt wieder? Ah, okay. Wir gehen mal kurz raus. Mit X kann ich das ja übertragen, gell? Aufs Schiff. So war das ja. Und wenn ich jetzt aufs Schiff gehe, habe ich ja Plutonium eigentlich drin. Und normalerweise müsste ich das doch schon mal. Genau. Geil! Cool! Geiler Scheiß. Das ist geil. Das ist echt geil, dass ich jetzt zum Beispiel, ich bin ja weit weg von meinem Schiff, aber ich kann das rüber zum Schiff transferieren und dann automatisch aufladen. Das ist cool. Also kann ich hier alles sammeln, meine Taschen leer machen, das zum Schiff rüber transportieren und dann ist es startklar, sobald ich dann zum Schiff komme. Das ist nice. Das ist nice. Okay. Das ist cool. Macht schon mal Sinn. Also ich finde es recht cool. So, dann brauche ich noch ein bisschen Plutonium. Ich brauche noch ein bisschen Zink. Okay, jetzt hat man zum Beispiel 20 Zink. Was ich für was brauche, war das? Hier, genau. Da bräuchte ich jetzt nochmal Heridium. Was ich da am Startschiff gehabt habe. Und dann können wir das zum Beispiel auch fertig machen. Da hinten also. 2 Minuten 10 bräuchten wir, um zu unserem Raumschiff zu kommen. Okay. Aber ich will dann nochmal gerne hoch. Also. Okay, da hätten wir jetzt, glaube ich, auch nochmal Zink. Genau. Zink kann man ja nicht genug haben. Gerade wenn wir damit unseren Wärmeschutz reparieren können, dann wäre das schon mal gar nicht mal so schlecht. Aber wir brauchen auch noch ein bisschen Plutonium. Plutonium, Plutonium. Da unten. Okay, das war jetzt Eisen. Was ist das? Kohlenstoff. Nehme ich ein bisschen was mit, weil wir müssen ja unsere Lebensenergie wieder heilen und so weiter und pipapo. Da wäre es gar nicht mal so schlecht, wenn wir ein bisschen Kohlenstoff dabei hätten.
Okay, was haben wir hier Schönes? Platin haben wir gesagt, lassen wir. Ein Schildsplitter mal wieder. Gecknip. Was ist denn Gecknip? Hört sich auf jeden Fall schon mal lustig an, aber... mal gucken. Gecknip. Verbrauchsgut zum Handeln. Ein Nahrungsmittel, das bei den Geck extrem beliebt ist. Durch den Verzehr können die geschnäbelten Händler über einen längeren Zeitraum angenehm duftendes Gras verströmen. Okay. Das Ausstoßen von Gecknip-Gras wird als eine Kunstform und der wahrhaftigen dicksten Ausdruck der Geckseelen betrachtet. Ich frage mich schon mal, was Geck überhaupt sind. Was das überhaupt ist. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung, ehrlich gesagt. Okay, wir brauchen Zink und Plutonium. Zink haben wir da vorne noch. So. Sieht irgendwie total krass aus, die Welt. Wenn ich mir überlege, die Welt ist ja jetzt schon ziemlich groß, finde ich. Wir können auch langsam irgendwie mal zurücklaufen, Richtung zurück. Ich dachte, mit M kann man die Map öffnen. Vielleicht doch nicht. Okay. Vielleicht kommt es auch später erst ins Spiel. Vielleicht ist auch diese Welt einfach nur erstmal nur so ein Tutorial, sozusagen. Und dann später wird bestimmt alles einfacher. glaube ich nicht. So, wartet mal. Was ist Iridium? Ich frage mich gerade, was das ist. Iridium. Konnten wir nicht aufnehmen. Okay, Plutonium. Boah, haben wir 250. Könnte man mal schnell zum... Geht das? Ne, warte mal. Wird jetzt gerade nicht angezeigt, oder? Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Also, Plutonium tun wir jetzt erstmal rüber. Ne, Lebensenergie geht auch noch. 75% ist doch noch okay eigentlich. Finde ich, also, ich finde es okay. Dann Zink tun wir mal rüber. Bewegen und stapeln. Habe ich jetzt gerade... Ach so, okay, wenn ich jetzt einzelne hätte. Könnten wir auch eigentlich ausrangieren, zerstören, nicht... Hä? Ah, okay, so geht es. Mit der mittleren Maustaste, also mit der dritten Maustaste. Bei mir eigentlich noch vierte und fünfte Maustaste und sechste und siebte Maustaste, aber die kann man leider nicht einstellen. Hab ich schon ausprobiert. Schade eigentlich. So, das da unten bräuchte ich noch. Ich glaube, wir haben genug Plutonium da. Oh, und es geht langsam weiter runter.
Okay. Die Frage ist, habe ich jetzt genug davon? Oh oh. Da kommt was, aber es greift mich nicht an, okay. Ich muss mal schauen. Warte mal, Pluto. Nee, Eisen ist das. Moment mal, ich muss jetzt mal schauen. Wir haben davon genug, wir können es reparieren. Auffüllen mit Tanium 9 müssen wir noch sammeln. Okay. Soll ich aber sagen, wir haben sogar Tanium 9 hier. Also das könnte man zum Schiff jagen. Okay. Das müssen wir mit Plutonium auffüllen. Haben wir noch Plutonium da? Nee, haben wir nicht da. Okay, dann bräuchte ich nur noch Plutonium und Tanium 9, um das Ganze hier aufzufüllen. Also wir haben hier zumindest schon mal, ne? Oh, Tanium 9 wird schnell aufgefüllt, okay. Rein theoretisch können wir jetzt auch starten, glaube ich. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Ich glaube, wir laufen mal kurz Richtung, weißt du, Richtung, Reisemeilenstein erreicht. Raumschiff repariert, okay. Okay, dann würde ich sagen, Planet verlassen. Startschilddrüse repariert immer. Startschilddrüse auftanken, okay. Und dann können wir den Planeten verlassen. Meine Freunde, wir sind soweit. Aber das mit dem Wärmeschutz, das regt mich gerade ein bisschen auf. Okay, warte mal. Wo ist mein Schiff überhaupt? Wo ist mein Schiff? Ich überlege gerade, wo mein Schiff ist. Ich glaube da unten, okay. Dann laufen wir mal in die Richtung. Und warte mal, haben wir zufällig noch Zink einstecken? Müssen irgendwie. Ach, mit Schildsplitter, stimmt ja. Stimmt ja! Schildsplitter, klar, logisch, logisch. Oh. Ich überlege die ganze Zeit, für was das ist. Ja, danke schön. Hätte ich vielleicht mal früher drauf kommen können, aber okay. Am Anfang nicht so schlimm. Das Schlimme finde ich eigentlich nur dran. Boah, das sieht so krass aus, ey. Warte mal, brauche ich noch irgendwas? Moment, bevor ich hier. Achso, zum Aufladen. Tanium 9 und Plutonium. Okay. Wir schauen mal, ob wir noch ein bisschen Tanium 9 finden, ein bisschen Plutonium finden. Dass wir alles komplett aufladen können. Und dann würde ich sagen, würden wir den Planeten nochmal verlassen. Das Einzige, was ich jetzt gerade ein bisschen schade finde, ist ja, dass es Account gebunden ist, weil du gesagt, das Spiel nur einmal safen kannst, und das ist das Spiel, was wir gerade spielen, weil ich kenne mich, ich würde da gerne noch weiterspielen und weiterspielen und weiterspielen. Das Ding ist nur, wenn ich das mache, ich kann ja nicht alles aufnehmen, weil dann hätte ich ja Folgen für die nächsten, keine Ahnung, mehrere Wochen?